Stehst du drin? Ich der Süßwasserfisch? Ja, der Süßwasserfisch. Okay, dann 3, 2, 1. Hallo, liebe Tabletop-Freunde! Moin Leute, der Schleppi ist heute am Start und mit Gäste, beziehungsweise der Schleppi ist Gast heute, nämlich im weit, weit entfernten Norden. Nordosten. Nordosten, auf jeden Fall in Rostock. Bei den Leuten von Tabletop Rostock und den Manni, den kennt er ja schon, denke ich. Wenn nicht, dann guckt nochmal auf den Turniervideo vom GIMP-Turnier, da werdet ihr dann nochmal sehen. Ich dachte mir, kommst du mal rum, fährst vorbei, zockt mal eine Runde. Richtig, zum Spiel. Haben wir spontan entschieden, machen wir 2 gegen 2. Ja. Und so sieht es dann aus. Richtig. Möchtet ihr denn noch euren Tabletop Club so ein bisschen vorstellen? Da kannst du mal machen, du bist länger dabei. Ja, genau. Ich mache einfach mal kurz. Ja, hallo Don hier aus Rostock. Wir haben ungefähr ein Dutzend aktive Mitglieder gerade, die regelmäßig hier jeden Montag zum Spiel vorbeikommen. Und für nächstes Jahr planen wir auf jeden Fall bei der TTM dabei zu sein, also haltet die Augen offen. Richtig. Und Age of Sigmar startet hier auch gerade richtig durch. Wir machen eine Kampagne, nur so nebenbei. Also sind wir auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ansonsten gibt es sehr viel 40k-Veteranen und auch noch andere Systeme, X-Wing, Freebooter, alles durcheinander, durchgespielt. Viel Fluff, viel Turnierspiel, also eine gute Mischung aus beiden. Ja, genau. Also wer auch ein entspanntes Spiel haben will, ist hier gerne willkommen, aber man kann es auch ein bisschen härter haben. Richtig. Genau. Also unter wie kann man euch dann erreichen? Tabletopturnierrostock.de, unsere Homepage. Dann einfach mit registrieren, bist du drin, im tiefen System. Steht Termine alle immer drin. Wann wir spielen, wo wir spielen, wie wir spielen, machen halt auch Pen and Paper noch dazu, auch manchmal fahren gemeinsam auf Messen, alles so, also wenn du Bock hast, egal wo du herkommst, guckst du da mal rein, meldest dich. Und nochmal für die Turnierspieler, ich habe schon die Turnierlocation gesehen und läuft. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Das hat mit Wasser zu tun. Ja, das sieht ziemlich fett aus. Ja, wie gesagt, wir spielen 2 gegen 2 heute. Die Mützen gegen die ohne Mütze. Richtig, so sieht's aus. Ja. Mützenbuddies. Genau. Ja. Spaßiges Spiel. 1500 Punkte. Wir spielen eine ewige Kriegmission und eine Marschmission. Das wäre einmal kein Kontakt und einmal Kreuzzug. Richtig. Spielfeld zeigen wir euch dann gleich. Die Armeen. Wird heute interessant. Da spielt nämlich einmal was spielst du jetzt genau? Was ist das? Also wir sind die imperialen Agenten eigentlich fast. Okay. Im erweiterten Sinne. Naja, also Imperium Streitmacht. Okay. Bunt gemixt. Genau. Ein paar Skitaris sehe ich, ein paar Blood Angels sind am Start, ein Grey Knight, Nemesis Knight ist da, Terminatoren. Da ist auf jeden Fall richtig was. Bums drin, Leute. Bums drin, genau. Gegen die bunte Tüte der Verderbnis. Also genau. Gegen die Verräter Skitari, die sich den Xenos, den Dark Eldern angeschlossen haben. Fleisch ist schwach. Ja, ist nicht schlimm. Ja, die kann sicherlich was zusammenbauen, was richtig toll wird. Also Menschen mit Fleischnäherkunst und Mechanik. Richtig, warte mal. Stell ich mir gut vor, GW, überlegt doch mal, neues Volk, ist das nicht. Der Homunculus Covenant, der bringt euch dann, der bringt dem Mechanikum dann erstmal so ein paar Spielzeuge. Die Homunculus War Cohort. Ja, genau. Ja, kriegen wir, machen wir. So Leute, wir zeigen euch dann jetzt gleich mal das Spielfeld und die Armeen. Und dann geht das Gemusche los. Bis gleich. Also hier meine Armee vom Don. Einfach ein bunter Imperiums-Mix. Seid nicht böse, wird noch alles gebased. Aber naja, in Zukunft. Hier vorne legt das Quick Mechanicus los mit dem guten Anführer. Ne? Und ja, der hat nichts dabei weiter, Standard. Dahinter haben wir dann seine Destroyer-Jungs, einmal mit Graf, einmal mit Plasma, in jeweils einem Dreier-Trupp. Und dann kommt auch schon der Golden Host mit Dante. Meine Brecher im Nahkampf, die werden hoffentlich gleich Runde 2 runterschocken, dürfen dann angreifen. Wird cremig, wie man immer sagt. Genau. Und auf der linken Seite haben wir noch eine kleine psionische Unterstützung mit einem Knight ohne Teleportmodul, leider keine Punkte mehr. Und einem Skriptor vorne, der noch von Terminatoren begleitet wird.
Ja. Sehr gut. Dann sag direkt mal, was du als Kriegsherrenfähigkeit ausgewürfelt hast. Ach so, ja, genau. Dante ist der Kriegsherr. Seine eigene Fähigkeit ist ja, dass man ein W6 weniger abweicht. Ne? Die werden ja gleich aus dem Himmel runterkommen. Und genau. Und dann durfte er noch der Taktiktabelle wählen. Da hat er gewürfelt die Nummer 6. Also wenn er am Missionsziel steht, gibt es W3 bei halte Missionsziel X. Sind wir mal gespannt, ob wir das gebacken kriegen. Sehr gut. So. Dann kommen wir mal rüber zu der Skitari-Fraktion des Gegners. Jo, hi, ich bin der Enno. Ich spiele heute mal ein bisschen mehr Skitari als sonst. Normalerweise sind da noch ein paar andere Leute dabei. Aber wie ihr sehen könnt, rein Skitari-Armee. 4 Standardtruppen, A10 Mann, Maximum rausgeholt. Dann oben links halt noch die Infiltrators, nur mit 8 Mann, Punkte bedingt. Da ist auch gleich der Kriegsherr mit drin. Der hat Häuserkampf gewürfelt bei Stratege, also im Gelände schöner Decker. Und dann halt noch 5 Onager, 3 davon mit Neutronenlaser und 2 für die Barken vorbereitet mit nur Luftabwehr. Mal gucken, was hier reinhaut. Was ist hier los? Ja. Ja. Gut, hier hast du wahrscheinlich 3x Plasma jeweils, da ist auch 3x Plasma? Nö, im Großen nur 2 Standard, also Spezialwaffen drin. Okay. Das ist, glaube ich, nur ein Trupp, der 3 hat. Genau, der vorne und der runter. Okay. Sehr gut. Okay, dann gehen wir mal zu der Heretiker-Fraktion. Der zu Gast ist, musste dem Gastgeber seine Skitari-Armee mitbringen, weil ich noch nicht fertig bin mit meinen Harlekin. Sie zu bemalen zumindest. Deswegen fangen wir mal an. Haben wir vorhin die Infiltrators. Taserstäbe, Flashblaster, 5 Stück. Ist nicht der Warlord. Dann machen wir weiter. Haben wir einen Vanguard-Trupp, 3x Lichtbogengewehre, Omnispecs. Daneben dann nochmal einen Vanguard-Trupp, 3x Plasma-Kaliber, Omnispecs. Daneben dann nochmal 3x Plasma-Kaliber in einem Vanguard-Trupp mit Omnispecs. 5 Ranger, 2x Arkebusen, 1 Omnispecs. Da hinten haben wir dann 3 Doomcrawler, 2x Neutronenlaser, 1x Icarus Array. Dann haben wir einen Iron Strider mit Taserlanze. Und kommen wir jetzt eigentlich zum Kopf des Ganzen. Das ist der Dominus Tech Priest, nackig wie er ist. Reicht er? Und mit 3x Destroyer mit Grafkanon und Phosphor-Kniften. Ja. 1500 Punkte, dunkles Mechanikum. Haha, Verräterlegion schlechthin. Ja. Kriegsherr? Kriegsherr, mein Kriegsherr wird dieser junge Mann sein. Der blauen Knifte? Genau, der mit dem schönen bläulichen Streitkolben. Ja. Kriegsherrenbegabung ist durch Deckung bewegen und Tarnung in Ruinen. Ne, so wie man das glaube ich, heute 3x erwürfelt worden, so wie es mir scheint. Genau, das ist die mächtigste aller. Genau, weil die, du bist, glaube ich, fertig, ne? Ich bin das fertig, war's. Genau. Du bist dann schwenken wir rüber zu dem Xenos. Abschauen. Wo ich ebenfalls den gleichen Warlord-Trait erwürfelt habe, durch Deckung bewegen und Tarnung. Sehr gut. Dann fangen wir mal im Standard an. Im Standard haben wir ein Raider mit Lanze. In dem Raider ist angeschlossen eine Schattenlanze und ein Blaster und ein Sybarit. Hier ist das genau dasselbe. Eine Lanze, ein Blaster und Sybarit. Im dritten und vierten Standard haben wir 2 Venom. Da sind angeschlossen 5 Capellite Warriors mit Shredder. Im Elite-Slot haben wir dann einmal die Trueborns mit 2x Splittergewehren und 2x Blasterborn, also Blaster angeschlossen an einer Viper. Dann der Kriegsherr mit einer elitären Einheit Incubis. 3 Stück an der Anzahl, auch in einer Venom angeschlossen. Alle Venoms mit Doppelsprinterkanone. Dann in der zweiten Elite haben wir noch einmal 5 Mandrakes mit Nightfiend. Und Fast Attack Slot ein 6er Trupp Jetbikes mit Doppelmelter, also diese Hitzelanze und 2x der Krähenfußwerfer. Und ein Beastpack mit 10 Chimären. Und ein Clawfiend und Beastmaster. Ja, wie schon gesagt, mein Kickseher hat auch Häuserkampf, beziehungsweise die ganze Armee dadurch. Und
Den Zweier Retter hat er am Start, Huskblade und eine Blaspistole. Gut, das sind dann 3000 Punkte Ketzerei. Fies und mies. Ja. Kommen wir gleich zum Spielfeld. Das Spielfeld. Wie ihr seht, ziemlich coole GW-Platte mit Eis, alles drum und dran. Cool gemacht, cool gestaltet, sehr liebevoll das Gelände bemalt und aufgebaut. Also das sieht optisch sehr vielversprechend aus und ich habe auch schon richtig Bock darauf, gleich zu zocken. Zu den Missionszielen haben wir einmal hier die Nummer 1, ziemlich zentral. Die Nummer 2 ist hier oben in der Bastion. Nummer 3 müsste hier vorne liegen, auf der anderen Seite. 4 gegenüberliegend vom Missionsziel 3. Hier ist die Nummer 5. Und die 6 in diesem, wie auch immer, Gebäude. So. Dann kommen wir gleich zu der Aufstellung. Genau, welche Einheit wie hin, wie die okay. So, jetzt geht's hier auf 2. Das wird schon wieder sehr spannend hier zwischen uns. 5. Das ist geil. 1. Leute. Eine 5. Du fängst an. Ich möchte zuerst scouten. Du musst es. Hattet mir ich muss. Scout-Bewegungen hier von uns Gitarren. Mutig. Ja, komm, sollen die Besten halt rankommen, ist das so. Ja, ne, wir kennen ja auch keine Furcht. So, dann kommen wir mal zur Aufstellung. Wie ihr hier seht, der komplette Trupp kommt noch in Reserve. Kann man noch zu sagen, ne, hatte ich vorhin vergessen, das ist eine Nemesis Strike Force, deswegen auch nur ein Standardtrupp. So, die dürfen ab Runde 1 würfeln, auf 3, ob sie aus der Reserve erscheinen. Ne? Okay. Die Destroyer stehen hier in dem Haus und belagern das Missionsziel 4 sowie die Skitarii mit dem Plasma. Wie ihr gerade seht, wird die Scout-Bewegung hier von den Skitarii gerade ausgeführt. Das Dreier-Schwadron der Doomcrawler steht ziemlich zentral. Hier haben wir dann noch einen Trupp Skitarii, was das Haus belagert, sowie der Plasma-Trupp von den Destroyern. Ist noch einer? Dort hinten sind dann die beiden mit der Icarus-Waffenstation. Das ist die gegnerische Aufstellungszone. Und von der Heretikern, die Aufstellungszone, haben wir einmal die Mandrakes. Dann die noch nicht gescouteten Skitaris stehen hier. Sowie dort wurde hinten infiltriert. Da hinten steht ein Trupp in dem Haus. Kannst du mal ran so. Ja. Noch ein paar Skitarii mit der Plasma. Ich habe das Regeln. Hier das Beastpack sowie das Hühnchen. Du kannst den Rest. Die drei einzelnen Dune Crawler stehen ziemlich weit hinten. Sowie einmal eine Viper mit Schredder. Der Tech Priest mit seiner Gefolgschaft, ist der angeschlossen oder ist der separat? Noch nicht. Hier oben die beiden Akibusen mit dem Ranger-Trupp. Kriegsherr mit Viper und Inkubis. Ganz hinten links in der Ecke die Jetbikes sowie die zweite oder dritte Venom mit dem Shredder. Hier sind nochmal die Skitaris. Ja, und Beastback. So, jetzt wird hier gerade gescoutet. Sie werden schön reingescout ins Gebäude, wie ihr seht. Wir lassen mal die alliierten Regeln von GW außer Acht. Weil, ja. Wir dürfen uns einander eigentlich nicht nähern zum Teil. Der Fairness halber. Richtig.
Okay. Man lässt Chancen. Und das ganze Gelumpe kommt in Reserve als Schocktruppe. So. Wird alles abgefangen. Richtig, alles weggeschmerzt. Wegzermerzt. Zermarzt. So, Männers, die erste Runde geht los hier vom Imperium für den Emperor. Die Ini wurde nicht geklaut durch eine 5. Genau, und die Nemesis Strike Force bzw. der Imperator befiehlt vorwärts und sie versuchen ins Spiel zu kommen. Der Nemesis Ritter erscheint und der Trupp mit dem Skriptor erscheint auch. Kommt auch. Also die geballte Macht des Grey Knights. Trifft auf Schlachtfeld ein. Missionsziel 4 ist die Karte. Sie bereiten Dante den Weg. Und dann geht's ab. Runde 1 des Imperium-Zusammenschluss der Skitarii und das andere. Grey Knights und Blood Angels und so. Ja, sieht nicht gut aus für die Heretiker. Ist einiges passiert. Ja. So, dann erzählt mir mal. Ja, erstmal ging es hier mit dem Kollegen los und seinem Trupp. Der wollte da hinten schön in die gegnerische Armee schocken und ein bisschen Elder totkreischen. Aber hat sich gedacht, ne, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, abgewichen und beschlossen, nächste Runde doch mit Dante zu kommen. Ja, ist halt doch eine Pussy. Okay. Aber der Ritter hat alles richtig gemacht, schön die Schablone auf den 10-Mann-Trupps Gitarre gelegt, keine 1 gewürfelt und dann sind sie alle in den heiligen Flammen des Imperators. Genau, das waren die, die hier stehen, standen. Standen. Ja. Und der Rest unserer Armee hat so grob nach vorn geschossen. Und hier noch ein paar Skitarii weggenommen, hier drüben ein paar. Ja, hinten in die Ruine haben wir gehalten mit den Vernichtungsstrahlern, aber alles sie konnten keinen Sprung vortreffen. Die Neutronenlaser sind leider nicht durch die Deckung brechen können. Genau. Aber da hinten ist zum Beispiel noch eine Viper umgenietet worden. Genau, hier ist die Viper, die ist explodiert. Dabei wurde noch einer mitgenommen, einer von den Kabalit Warriors. Genau. Dann sind noch eine Wunde auf den Bikes. Ja. Drüber gegangen und auf den Beastmaster. Und hier ist auch noch ein auf den. Ja. Den hast du aber weggesaved. Den habe ich gesaved, ja. Alles gesaved, durchgehalten. Deckung ignorieren, beste Reden halten. Ja, und der Beastmaster fand das auch gar nicht so lustig. Ne? Ist gleich mal abgehauen mit seinem Trupp. Genau, aber dadurch bedingt, dass der ganze Wenger-Trupp da drauf geschossen hat und vier Stück. Es waren nur 6. Ja, also auf jeden Fall der Trupp hat drauf geschossen. Die 6er haben es gemacht, ne? 6 Sechsen. Ja. 5 Sechsen waren es. Hier fehlt ein Infiltrator und ein Lebenspunkt wurde verursacht. Jo. Ja. Naja. Ansonsten sah es auf jeden Fall schon, hat schon Outing gemacht. Sah schon mal besser aus für uns. Ja. Aber jetzt kommt unsere Runde. Genau. Ja, klar, wir richten das jetzt alles. Wir markieren euch. Das gibt es ins Gesicht. Zieh mal eine Missionszielkarte. Also, ihr habt euer erfüllt, ne? Du hättest einen Siegpunkt, wenn sich am Ende deines Spiels zumindest 3 deiner Punkte in Einheiten und keine Punkte in Einheit des Gegners innerhalb von 12 Zoll von deinem Spiel. Schaffen wir doch. Gebiet sich an. Ist machbar. Genau. Wir hatten unsere Karte 4 haben wir geschafft und das First Blood. Also 2-0 für Imperium. So. Okay, dann gucken wir mal und dann sagen wir euch Bescheid und zeigen euch und bringen es euch näher, was gleich hier abgegangen ist. Bis gleich. Runde 3, Heretiker, geht das hier voll. Runde 1. Was habe ich denn gesagt? Runde 3. Runde 3. Runde 1. Wie komme ich denn auf 3? Ich weiß nicht. So viele Verluste, Mensch. 3 Verluste. Genau. Ja, Runde 1 der Heretiker. Wegen 3 Punkte. Ich habe immer noch die 3 Siegespunkte im Kopf. Da haben wir 3 Siegespunkte, super. Genau. Ja. Also, wir sind im Prinzip ein Stückchen vorgerückt. Weiter. Halte die Linie. Ah, ja, sind aber noch drin. Ja. Die Dings sind noch drin, die sind noch drin und. Die sind auch noch 12 Zoll. Und die. Okay, fangen wir einfach direkt mal hier an, wo ich hier schon stehe. Diese hübschen Typis haben auf die Vanguards geschossen, konnten 2 rausnehmen plus Seelenbrand. Seelenbrand ist leider nicht nochmal aufgeflammt. Die Vanguards, die hier stehen, haben mit ihren Impulsgewehren auf den Doomcrawler geschossen. Volltreffer und Streifer. Beides durchgegangen. Genau. Also der macht noch Snapshots. Genau, der macht noch Snapshots. Dann haben die Infiltrators auch auf den Trupp vor ihnen nochmal reingehauen. Auch da, die haben ganz schön weggesaved, muss man sagen. Zerstorben. 5 Leute, glaube ich. 5 Modelle rausgenommen, genau. Ja.
Und dann noch einmal die Splittergewehre der Bikes haben noch drauf geschossen. Da ist, glaube ich, einer oder so. So. Der Gruff-Trupp, ja, hat den Dreadnought rausgenommen von den Dreadnoughts. Genau. Der ist jetzt wieder weg im Schiff. Nee, die haben gut gearbeitet. Genau. Dann die Viper hat auch auf den Knight geschossen, konnte Einnehmenspunkte verursachen. Ein Onager Doomcrawler hat den Dominus rausgenommen beim Gegner. Mit einem Treffer, einem Schuss und verpatzten Rettungswurf. Verpatzte Achtungsphase sogar. Richtig, ja. Aufgeschnappt. Ja. Die Akinosen, die haben übers Feld geguckt, die haben zwar geschossen, aber das mit Erbsen diesmal. Die haben nichts erreicht. Genau, die haben auf die Onagas geschossen, genau, mit der Luftabwehr. Die Skitari sind einfach nur gelaufen. Verstecken sich hinter dem Hühnchen. Genau. Ja, und das Hühnchen hat nicht viel gemacht, außer laufen. Ja. Ja, das war's dann. Ja, die haben sich gesammelt, sind ein Stück vorgelaufen. Die Jetbikes sind, haben den Sprung gemacht. Genau, und der Kriegsherr ist hier rüber getorgeboostet. Ja. Das war's. Und wir haben 3 Punkte. Durch. So sieht's man, sieht man's. Linie halten. First Blood ausgeglichen durch den Knight. Und einmal einen Kriegsherrn getötet. Oder? Dein Kriegsherrn? Ja. Nö, muss ich enttäuschen. Dante ist ja der Kriegsherr. Na, dann stehst du 2-2. Ja, aber egal, aber dann bleibt es dann bleibt's noch ein bisschen spannender. Dann haben wir 2-2. Genau, und dann ziehen wir gleich mal für Zug 2. Unsere Mission. Wir stehen hier, ne? Kein Kontakt. Und wir stehen da, müssen uns Ziel. Also 2 Karten gibt es für uns. Ziel 3. Das finden wir gut, das ist in unserer Linie und Ziel 4. Ja. Das hätten wir nicht gemischt, Mensch. Ja. Gut. Dann viel Erfolg in Runde 2. Ich werde 2. 2. 2. 2. 2. Runde 2 des Imperiums. Was ging denn bei euch so ab hier? Ich später noch ein Panik-Test. Yes. Live, Alter, hat er schon. Ja, er hat schon gepanikt. Ja. Gepanikt. Ich erzähle euch ein bisschen was. Ja. Wir fangen mal hier auf dieser Seite an, das macht sich, glaube ich, am besten. Hier stand vorhin so ein schöner 10er-Trupp von der Vanguard und so ein Hühnchen, wie ihr ihn nennt. Die wurden weggeschossen. Einmal durch die mächtigen Plasmakanonen und zum anderen durch die. Ja. Skitari-Einheiten. Hat eine Weile gedauert, die Rüstungswürfe waren echt gut von diesem Vanguard-Trupp, das muss man sagen, aber es hat doch nicht gereicht. Gut, was ist sonst noch passiert? Hier oben standen vorhin noch 4 Infiltrators, jetzt sind es nur noch der eine, der Mickrige. Mal gucken, was der macht. Der ist immerhin noch da, um das Missionsziel zu sichern, das ist schon mal sehr gut. Das ist das Wichtigste. Ist wichtig. Ansonsten ist hier dieser eine Vanguard-Trupp gestorben. Nein. Also Vanguard gegen Vanguard macht sich sehr gut, haben wir festgestellt. Tot. Die knüpfen sich einfach gegenseitig aus. Verdammt. Das ist mein und da hinten haben wir bei dem einen Onaga einen Volltreffer gemacht. Genau, der darf jetzt leider nur noch snappen und sich nicht bewegen. Ein Glück, ey. Die freuen sich besonders darüber. Richtig, das ist sehr gut. Ja, die haben auch gleich in der Psi-Phase, gleich mit einem Kreischen hat der Skriptor die Dark Elder Jetbikes zur Flucht gezwungen. Genau. Also, die Malware-Tests vom Schleppi heute sind
Unter aller Kanone. Also, wie euch vielleicht auffällt, dass die ganzen Hunde, Bestien hier, die sind auch schon wieder weggerannt. Ja. Diesmal auch aus dem Feld. Läuft nicht so gut heute. Also moralisch sind wir auf jeden Fall die Sieger, würde ich sagen. Ja. Definitiv. Genau. Ja, genau. Hier hinten ist ein cooler Nahkampf mit der Viper, die gleich nicht mehr da ist. Ja, der coolste Nahkampf. Einfach nur ein Rumpfpunkt verloren. Ja. Der coolste Nahkampf. Der war viel cooler. Ja, der war viel cooler, als Dante mit seinen Jungs angegriffen hat und der Destroyer einfach mal über zwei sanguinische Gardisten rüber gefahren ist. Er hat einen taktischen Rückzug zwar gemacht, aber überfahren mal zwei Sangu-Garde, Leute. Das ist, war schon lustig. Schön. Doppel 1 läuft. Passt. Gut. So, ja. Ansonsten haben wir zwei Missionsziele geschafft. Mission 3 und 4 einnehmen. Genau. Das lief ganz gut. Ja, das ist wichtig. Langsam marschieren wir vorwärts. Genau. Oder auch nicht. Ja, sind wir dran? Ja, also. Super. Gibt es drei Missionskarten von uns? So. Jetzt dann jetzt 4, ne? Genau, mit Passblatt 5. 5 zu 2 im Moment. 5 zu 2. Wir dürfen 3 ziehen. Missionsziel Nummer 5, nahe Offenbarung, taktische Missionsziel in der Mittelwirt, ermittelst du einen W6, ah ja, okay, und Vormarsch. Wir müssen unsere Stellung halten. Die Stellung halten kann ich. Das geht, das macht man. Ich habe noch ein Modell. Gut, deine Reserve. Ja, wir müssen hier nahe Offenbarung müssen wir noch auswürfeln, welches Missionsziel wir halten müssen. Zwei? Zwei. Die Schwei ist da, glaube ich. Die ist hier oben drin. Die halte ich. Sehr gut. Hast gut gemacht. Gut gewürfelt. Bitte raus. Reserven. Würfelchen. Zweimal das gleiche. Die Barken. Beide. Hier sind die. Und die Viper. Kommt. Oh, kommt sich. Dringend benötigt. Ja. Dringendst. Gut, Leute. Was hier abging, hoffentlich mal ein bisschen was Besseres, seht ihr dann in der Rundenzusammenfassung der Runde 2. Bis gleich. So. Die böse Seite, die dunkle Seite der Macht hat gespielt. Runde 2. Und was ist passiert? Vielleicht hier, dann ist es erstmal die Dark Elder-Verstärkung gelandet. Die Dark Elder-Verstärkung ist einmal hier gelandet. Die erste Barke wollte auch hier landen und ist nach hierhin mit 10 Zoll abgewichen. Die ja, kaputte Währung, die steht jetzt wurde da. Abgefangen. Die wurde abgefangen. Super toll. Aber mal gucken. So, in der Schussphase haben die Mandrakes haben den Dreier-Trupp, der hier stand, aufgeraucht. Ihmchen konnte gar nichts machen. Ja, doch, mit Maschinengewehr hast du geschossen, aber ich denke, ich mit Snapshots. Das die Icarus-Waffenstation hat Destroyer geschossen? Ja, das war unser Leben. Also und der andere Dunecrawler war im Nahkampf gebunden, genau. Deswegen konnte der nicht schießen. Der Tech Priest hat auch nicht geschossen. Die Akebusen? Die haben den Garde weggesnipert. Die haben einen Gardisten ausgeschaltet. Oh, einen Gardisten weggesnipert. Wundertoll. Der Graf Destroyer. Der hat sich nur gesammelt und konnte Snapshots machen, deswegen. Genau. Sowie die Bikes haben auch nur Snapshots gemacht auf die Gardisten, die hier unten standen. Der Archon hat auf die Gardisten geschossen, ist einer gestorben. Die Viper hat auf die Graf Destroyer geschossen, ist nichts passiert. Die beiden Lanzen der Barken haben auf die Thermis geschossen, da sind zwei gestorben. Die Viper hat auch auf den Graf-Trupp geschossen, aber da ist irgendwie alles weggesaved worden. Aber der Inhalt hat auch auf die Thermis geschossen und da ist dann einer gestorben durch Gift. Ja, hier konnte ich leider nur Snapshots abgeben und die haben in die Skitarius geschossen. Mhm. Ist aber auch nichts passiert. Ja. Genau. Insgesamt sehr überschaubar. Genau. So, hier. Der Dante mit seinem Trupp ist zurückgefallen. Ja. Hat sich zurückfallen lassen. Nach dem fürchterlichen Nahkampf mit dem. Ja. Es gab aber ein Duell mit dem Dominus. Tech Priest. Ja. Der hat wohl einen Lebenspunkt verloren. Nur. Da kannst du ja gleich reparieren. Ja. Und hier
hat der Archon mit seinen Inkubis die restliche Garde, die da noch stand. Aber wir haben bemerkenswerterweise geschossen. Genau, bemerkenswerterweise doch 3 Missionszielpunkte. Ja. Bin sicher. Der Vormarsch ist W3. Ja, stimmt. Haben wir? Ach, haben wir 2. Also haben wir TTM. 2 Safe Points, ja. Und nach TTM haben wir dann insgesamt 4. 4. Ja. 4 Punkte. Ja. Genau, und letzte Erwähnung: der Infiltrator hat versucht, die Plasma Destroyer anzugreifen, wurde am Abwehrfeuer erledigt. Hat es leider nicht gereicht. Das wäre schön gewesen. Aber macht ja nichts. 1, 2, 3, 4. So, dann gucken wir mal, was ihr für Missionsziele zielt. Ihr habt 1, 2, 3, glaube ich. Ja, 1, 3. 2, 3. Ah ja, 3 Stück. So, was haben wir denn so Feines? Vorherrschaft. Ja, alle Missionsziele einnehmen, wird ein bisschen schwierig. Auf dem Kopf, ne? Aber ja, macht nichts. Das hier ist die tolle Spezial. Schon wieder 3? Es ist Suche nach Wissen. Du erhältst am Ende deines Spielzuges einen Siegespunkt, wenn mindestens ein geheimnisvolles Missionsziel identifiziert wurde. Ja, wir spielen ohne geheimnisvolle Missionsziele. Das ist schon mal sehr cool. Wie macht ihr das? Zieht ihr immer neu? Also so ja, normal, wenn der nicht erfüllbar ist, dann ziehen wir neu. Genau, ja. Dann kriegen wir sowas anderes, die kriegen weg. Da wäre er dann Banana. Keine Gefangenen. 53. Einheit töten, immer gut. Einheit ausschalten. Ich glaube, das wird eine Schattenlieber sein. Und hier natürlich auch die Missionsziel 5. Nahe Offenbarung. Was haben wir denn hier? Wenn diese taktische Missionskarte ermittelt wird, ermittelst du mit einem W6 ein Missionsziel. Konto. Mission 4 müssen wir einnehmen. Oh. Wenn das zufällig mein Kriegsherr einnimmt, kriegen wir sogar W3 Siegpunkte. Das ist gar nicht so schlecht. Der Kriegsherr, vielleicht sprintet der da gleich hin. Wir mal sehen. Wo ist mein Kriegsherr überhaupt? Mein Kriegsherr kommt jetzt aus der Reserve. Ach so, der kommt jetzt in der Reserve. Dann würfel doch mal, Enno, ob die erscheinen. Gucken wir mal. Kommen die? Infiltrator. Nein, die Infiltrators wollen heute einfach nicht kommen. Die zocken immer noch. Kommen nicht. Ja, dann gucken wir mal, was in Runde 3 passiert. Richtig. Mächtig viel. Meinst du? Ja, wirklich? Wie bist du denn gerade drauf? Positiv, negativ? Ich bin positiv überrascht. Wird besser, denke ich. Ist positiv überrascht, dass wir so schlecht sind. Ich bin positiv überrascht, dass die Jungs so eine Liste spielen und da noch nicht mal ein schlechtes Gefühl bei haben. Wer hier mit Dante und einem BCM ankommt und 5 Crawlern und. Das ist ein bisschen. Nein, das ist schon. Okidoki, schauen wir mal, was abgeht. So, Runde 3 des Imperium-Zusammenschlusses. Dann, sagt mal, was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Was wir gemacht haben? Ich trinke erstmal was, weil ich so aufgeregt bin. Ja, also wir haben ja unseren Perimeter verteidigt, eigentlich alle Elder-Fahrzeuge zerlegt. Das jetzt glorifiziert, explodiert. Ja, den erledigt. Also die Elder-Fahrzeuge sind tot, das war auf dem Haus, was das Ziel gehalten hat, auch. Genau, das war Primärziel. Also unsere Feuerkraft auf 24 Zoll ist halt echt krass. Mhm. Ja, sagen wir mal. Und die Dune-Crawler machen ihr Ding da mit Deckung ignorieren und naja. Kein Spaß für die Dark. Die da hinten, ja. Genau. Genau, und hier sind wir dann in den Nahkampf gegangen, haben hier einen Lebenspunkt, also mit Hammerfaust auf den Trupp. Einen Rumpfhund abgezogen, sind dann im Nahkampf und Dante hat den gegnerischen Anführer gestellt, seine Leibwache überwältigt, aber er hält sich noch tapfer im Nahkampf. Ja, und erwähnenswert waren noch die Bikes, die diesmal wieder gekreischt wurden, aber einfach 4 No-Pain-Würfe geschafft haben. Genau. Irgendwas muss ja heute mal halten hier. Denkt an eure Sonderregeln, Kinder. Hilft immer auf jeden Fall. Wie würde Tobi von der Spielehude sagen? Weißt du das einer? Know your army. Ja, Matt. Matt, das ist Chelsea Matt. Naja, und dadurch, wir konnten halt viele angeschlagen Einheiten vernichten, viele Fahrzeuge und haben für keine Gefangenen jetzt die 5 Punkte kassiert, weil wir 6 Einheiten. Offiziell spielen wir auch nur mit 750 Punkten. Achso. Und die Jungs mit 3000. Ja, also beim Marsch stehen sie ganz richtig weit vorne und halten halt diese. Dreiewige Kriegsziele, also sieht ganz gut aus. 3 von 5. Sieht nicht gut aus. So wie es ausschaut, machen wir jetzt erstmal nur noch, gucken wir mal, wie die Runde jetzt verläuft. Ja, Runde 3 für uns und dann. Je nachdem, wie es läuft, denke ich mal, wird es die letzte Runde unsererseits sein, weil viel haben wir nicht mehr. Okay, dann Runde 3. Ach so, unsere Missionsziele. Missionsziele sind Nummer 6 und ein Fahrzeug zerstören. Ja, das ist impossible. Ja, Fahrzeug. Ja, Missionsziel 6 sitzt irgendwo da. Da in der Mitte. Richtig. Da könnte ich mit den Bikes hin.
Genau, das ist schon mal über den Kampf. Ja. Okay. So. Wunderbar. Runde 3 von der schlechten Seite. Von der gute, von der gute, nee, von der schlechten Seite. Ja, die haben nichts erreicht, war nicht in Reichweite. Ebenso diese hier, war nichts in Reichweite gewesen. Bewegungsphase wurden wir halt nur nur die Jetbikes sind hier rübergefahren. Ihm schon was raus. Was war da eigentlich? Nichts. Ja, weiterhin zur Schussphase. Wo hat er drauf geschossen? Der hat auf den Doomcrawler geschossen wahrscheinlich, ne? Ihmchen? Ja, der hat die Destroyer ausgeschaltet. Genau. Ihmchen wahrscheinlich auch. Der hat auch einen Destroyer ausgeschaltet, richtig. Genau. Er war ja im Nahkampf noch weiterhin gebunden. Genau, der wurde festgebunden. Der Graf-Typ hier. Der Graf hat eine lahmgelegte Ergebnis beim Doomcrawler rausgeholt. Und ein Kaffee zu... Ah, nee, das war ja... Und die, Agebusen haben auch da drauf geschossen. Genau, und lahmgelegt. So wie diese Lanze. Es war oft nichts passiert. Der komplette Trupp hat unten in die Skitaris geschossen, konnte zwei töten. Drei, glaube ich. Drei. Aber die wollten nicht weg. Und die Jetbikes haben versucht, da auch noch einen Sack zu schießen, aber mit einer 2 klappt das nicht so gut. Die vier Typis haben da drauf geschossen und ist nichts passiert. Das war's. Dann von der Schussphase, Nahkampfphase. Hier weiterhin verbleibend im Nahkampf der Archon mit dem Dante. Es sind zwei Wunden sind durchgekommen, wegen Doppel-1 gewürfelt. Vom Dante auf dem Archon. Von der Garde. Also. Ja, oder von der Garde auf den Archon sind zwei Wunden durch. Konnte ich dann noch einen mit 4 No Pain upsaven, aber in der nächsten Runde wäre er dann mit einem 4er Rüster und einem 6er Retter nicht mehr so gut und standhaft. Und hier im Nahkampf sind zwei Termis gestorben, dadurch, dass der Tech Priest noch reingecharged ist und konnte zwei Termis ausschalten. Und das war es dann auch schon. Hat der Doomcrawler eigentlich zugeschlagen? Ja, der hat daneben gehauen. Ah, okay. Jo. Ja, der Skriptor ist in einer Herausforderung gestorben gegen den Dominus, also der ist echt jeden Punkt wert heute, er hat schnetzelt sich gut durch. Ja. So ein bisschen. Punktetechnisch haben wir Missionsziel 6 durch die Jetbikes geholt. In Glorium Mechanicus haben wir leider nicht mehr erreichen können. So steht es dann nach Runde 3, Malstromtechnisch 6-10 für Imperium. Ewiger Kriegmission bekommt die dunkle Seite 6 Punkte und die gute Seite 9 Punkte. Das wäre dann ein 19-13 für das Imperium. So, da wir jetzt eigentlich im Prinzip hier gar nichts mehr reißen können, eigentlich so gut wie gar nichts mehr, weil wir werden jetzt nach und nach auseinandergerissen. Ja, und der Archon wird jetzt sterben in der nächsten Runde. Denkt man, die Jetbikes, die würden von dem Vengar-Trupp da über den Haufen geschossen oder von den Deckung ignorierenden Dune-Crawlern. Graf steht hier noch, das wird wahrscheinlich hier den Dune-Crawler noch wegrauchen. Ja, der, von dem braucht man gar nicht reden. Und von die hier auch nicht. Da kommt nichts mehr. Dann stehen bei uns gleich nach der nächsten Phase noch 2-3 Püppchen. Und dann vielleicht noch der tolle Trupp hier oben, ja. Da keiner ankommt. Wie der da hinkommt, ist, weiß auch keiner. Ja. Ja. Und dann würde ich sagen, macht Shake Hands. Mächtig. Ja. War schön. Okay. Mach ich jetzt mal so. Ne? Ja. Shake Hands. Ja. War schön. Dein erstes Spiel an der Ostsee. Ja. Die steife Brise. Ja. Ich lade mich hier auf ein Bier ein und ein Pfeffer. Oh ja, bitte. Das ist Entschuldigung für diese Enttäuschung. Also, da fährst du 6 Stunden und wir verlieren. Ja, wenn ich hier die Moralwert-Tests so hier über einen Haufen. Also der Archon muss echt mal mit seinen Leuten reden. Ja, das geht so nicht. Mehr Peitschen. So mehr Peitschen. War schön. Ja, mehr Peitschen. Interessante Armeekomposition, definitiv. Ja, also man sieht ja auch, also ich habe halt. Am meisten blutet. Bin vorne rein, musste auch nicht bluten gegen eure Verteidigung. Ja, aber das ist mit deinen Kriegswehren?
Der hat sich die Eier geschaukelt. Mein Kriegsherr spielt irgendwo Pokémon oder so. Nein, der spielt Pokémon. Weil er nicht auf dem Feld ist. Und das Spiel ist vorbei. Wunderbar. Noch nie eine Armee mit 5 Crawler gesehen, der Typ. Krasses Ding. Ja. Rockt ganz schön. Ja, und dann. Ja, aber auch nur, weil ihr halt fast nur Antigrav habt. Ja. Genau. Na, die Dark Elder wieder die Nemesis-Deckung ignorierende Waffen. Ja. Also meine Dings, halt aus, ne? meine Fahrzeuge sind geplatzt wie nichts. Ne? Mein persönlicher Held ist unser Tech Priest. Mein persönlicher Held. Das ist auch der Held des Tages, würde ich sagen. Ja, der hat's gemacht, der alte Mann mit Stab. Ja. Der holt seine Punkte meistens raus. Sand hat eigentlich nichts gemacht, außer vielleicht einen Lebenspunkt verursacht. Ja. Und der ist da. Und das seit 1200 Jahren, ne? Kein Wunder, dass der noch nicht gestorben ist, wenn er nichts macht. Der Eichhorn ist auch nicht so der Held irgendwie. Der hat's. Der, gegen zweier Rüstung macht er gar nichts. Das ist einfach das Problem. Der hält zwar ewig im Nahkampf, wenn du Glück hast. Ist ja so ein russisches Roulette. Aber ist die Inkubi haben halt ihre Punkte, denke ich mal, definitiv wieder reingeholt mit der Garde. Wären 90 Punkte, 60 Punkte kosten die. Die drei Stück. Ja, du hast ja schon den Vierer-Trupp am Anfang rausgehauen. Ja, genau. Ja, aber ich kann in meiner Armee keinen so Helden benennen, glaube ich. Die haben alle so was Schritt gemacht. Geleistet. Ja. Also von Destroyern her gefallen mir, glaube ich, Plasma besser noch. Stärke 7 ist echt schön, so bei dem Graf ist halt, wenn man es hier auch mal sieht, eine Armee mit schlechteren Rüstungswürfen, ne, da passiert halt nicht viel, also ja. Genau. Also mag ich schon das Plasma ganz gerne, denke ich, wenn man das mal so vergleicht, ne? Also War Convocation ist natürlich Plasma übelst, ne? Ja, bezahlst auch nichts für, ne? Genau. Überhitzt nicht. Genau, günstig. Macht Spaß, ne? Lustiges Spiel auf jeden Fall. Ja. Naja. Okay, Leute, ne? Habt ihr gesehen? Ich komme gerne wieder. Machen wir noch ein Spielchen. Und dann gibt es Klatsche. Dann gibt es hier nicht mehr so eine Weichspieler Dark Elder Armee. Dann komme ich. Dann bis dahin hast du deine Harlequins. Genau. Und dann kommt. War Convocation featuring Harlequine. Ja. Ich denke, wir werden uns dann nächstes Mal. Katz des Metalls. Genau. Der Enno und ich bestimmt dann noch. Ja. Nochmal. Besser absprechen, noch eine schönere, vielleicht eine schönere Themen an. Ja. Ja, wir kommen dann mit Tyrannien, würde ich sagen. Ne? Ja, super. Zum Beispiel, ja. Ja, also, klar. Nur Symbionten oder so. Der große Verschlinger. Kann ich wechseln, Alter. Also, ja, ich habe 9, das reicht. Wollt ihr euch auf meine 300 Gramm nehmen? Will doch nicht Flammen davon. Sehr schön. Okay, denkt mal den ganzen Kasten an das Robot umbauen. Bis dahin. Jo, Leute, dann würde ich sagen, tschüss! Da ist der Motzi und ist am Heulen, wie er da auf dem Mast sitzt. Und Ruhe.